So, warte. Oh, jetzt glaube ich, denken wir es mal live. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream von Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist mit zu Gast Saito. Hallo. Und wir spielen ein Reich der Schatten. Endlich habe ich dich gefunden, Saito, der Boss in deiner Seele. Oh. Wollen wir es jetzt jedes Mal wieder? Auch schon in der dritten Runde, oder was? Ich bin wiedergekommen aus der Reich der Schatten, wenn jetzt musst du bezahlen. Ja, okay, gut, dann versuche ich mal wieder, dich fertig zu machen. Du fängst an, ne? Ja, warte. So, ich beginne mit einer Karte. Oder eine Karte. Okay. Und dann. Warte, warte, warte. Dann spiele ich Brecher magischer Krieger. Nein. Diese Karte hält drin mit der Kaffee. Ah, cool. Netter Effekt. Hör mal. Ich beschwöre Effekt. Die Zerstörung. Ja. Oh fuck. Was hast du jetzt gemacht? Oh fuck. Ich hab ein. Ich kann dich doch halt machen. Scheiße! Er hat seine eigene Karte zerstört. Was? Oh. Was, Boss? Was Mark hast du gerade gesagt, Boss? Mit dem magischen Was hast du gerade gesagt, Boss? Ah, du Idiot! Vernichte diesen Duellanten! Ja, was? Ich weiß! Dann tu es und bring es zu Ende! Ja. Und ich beschwöre. Infernalischer Drache in Angriff! Oh nein! Und damit werde ich mal zu. Und jetzt setze ich noch auch ein Brecher magischer Krieger. Und jetzt, Boss, mach ich dich stolz. Effekt aktivieren. Und zerstör. Zerstöre seine Karte? Nein! Nein! Scheiße! So, ich bin dran. Ich beschwöre Beschützer mit den blauen Augen in Angriffsposition. Ich aktiviere seine. Was? Es gibt kein Monster. Ja, das ist schön. Hä, was? Hä, der Effekt wird doch. Oh, lol. Oh, scheiße. Hoppala, ja gut, ja dann, nee, ich brauch die Karte noch, scheiße. Mann! Okay, ich werde mal Zug. Scheiße, man, der Typ ist gleich tot, nein! Was ist, das macht ja meine Scheiße, oder was? Oder was? Verdeckt und dann aktivieren wir Drache. Und zerstöre sein Beschützer mit den blauen Augen. Angriff! Den Beschützer! Nein, der Schmerz! Ja. Oh, Boss sagt, das Duell hat scheiße angefangen, aber ich komm jetzt rein. Ich werde dich stolz machen. Ich beschwöre Alexandri-Drache in Angriffsmodus. Schon wieder. und ich greife dein Elementardrache an. Das ich muss weg, das ist viel zu hässlich, das muss weg. Monster wird zerstört und Karteneffekt. Effekt aktivieren! Nein!
Was ist denn da? Stadion Explosion! Stadion Explosion? Hä? Nein! Ah! Okay, ich muss auch Schaden bekommen, cool. Und nun beende ich meinen Zug. Ah, verdammt, ich aktiviere. Nee, ich tue. Verteidige. Und setze meinen magischen Brecher Krieger Verteidigungsmodus. Ich glaube, was Herzerkarten. Das wird doch nicht nützen. Oh, also ausnahmsweise schon. So, ich beschwöre, ich spiele kurz Beschwörers. Ich darf dadurch einen weißen Drachen mehr raussuchen. Ah. Ein Monster. So, dann spiele ich. Kaiberman! In Angriffsposition! Kaiberman! Ich aktiviere den Effekt und darf euch einen blauäugigen weißen Drachen als Spezialbeschwörung von der Hand beschwören. Oben dafür muss ich den Kaiberman opfern. Nein. So! Nein! Und damit werde ich mein Zug. Oh, Gott sei Dank. Battleface! Effekt aktiviert! Fusion! Ja, Mann! Geil! Oh, wie geil! So! Warte mal, du kannst ja noch. Nutze ich das hier? Ist auch egal! So! Ich mache eine Spezialbeschwörung! Ich beschwöre. Wie heißt die gerade? Rotiger, finsterer Metalldrache und Opfer dafür infernalischer Drache. Nein, Mist. So, dann ich kann den Effekt nicht aktivieren. Leck okay. Aus für mich. Lol, was kann ich denn fusionieren dadurch? Warte mal, das hab ich mir extra denken müssen. Okay, was bräuchten für den? Zwei. Nein! Das mach ich. Doch, ich mach's! Wieso aktiviere ich den scheiß Effekt eigentlich, Mann? Ich opfere Blöge Weiße Drache und Alexandrie Drache und beschwöre damit. Nein! Schneller! Der erste Drache! Gott! In Modus Position. Warte, was? Ja, und ich spiele nun Ruf des Silbernen! Dadurch kann ich mir ein normales Monster vom Drache aufs Spielfeld beschwören. Eine Kette hinzufügen? Ja, nee, nein, nein, doch nicht, nee, doch nicht. So! Und. Nein, mich nicht. Oh, warte, der Effekt. Cool, was macht der Effekt nochmal? Und ich beschwöre Alexandrie Drache! Hey, danke aus Modus, das ist der Beschwörung! Oh. Wegen meinem roten Verdammte Scheiße! Nein! Nein! Das Deck ist sogar gut ausnahmsweise mal. Und nun gehe ich in die Battle Phase und zerstöre deinen Brecher. Dings! Magier, nee, magischer Krieger! Oh, mein magischer Krieger! Greife nun deine andere Karte an! Nein, möchte ich nicht aktivieren! Ansch! So! Nein, dein blauer Drachenbeschwörer! Ah, nee, da war. Und der Effekt aktiviert auch, nee! Egal! So! Blauer Drachenbeschwörer, Effekt aktivieren! Verfickte Scheiße, Alter. Oh. Eines meiner gleichen. Nun greife ich mit der erste Drache an. Dich direkt. So, ich hoffe mal, jetzt geht alles gut. Mal schauen, ich probiere es aus. Defusion. Wegen einem Fusionsmonster. Und diffusiere es. Dadurch kriege ich die anderen zwei. Hey! Scheiße!
Da greife ich jetzt so noch direkt an. Ich hab einen Fehler gemacht. Oh nein, ich hab einen großen Fehler gemacht, überhaupt. Mein Duke. Oh Scheiße. Ich hab den größten Fehler gemacht, Alter. Nein! Scheiß Karten! Es bringt nichts! Mein Gott! Ich habe verloren! Und nun vertraue ich wieder dem Herz der Karten! Okay, dann kann ich die Karten noch bleiben. Nein! Dann benutze ich dein Fusionstor und beschwöre damit der erste Drache. Oh nein! So, Dann! Nee, nein, was ich ja sicher. Ich hab keine Ahnung, was er da als verdeckte Karte hat. Nee, ich weiß mal. Ich hab verloren! Geschein! Boss! Und dann hat der Boss die Leiche des Duellanten übernommen. Ich habe einen Nachricht für dich, Saito und für Yugi. Das war ja euer erster Schlag, aber ich werde wiederkommen. Und dann darf ich euch Reich der Schatten verbannen, Pharao. Ich war nur eine Puppe, aber ich werde stärker. Okay. Ich erkenne, was jetzt drauf zu antworten soll. Das kann ich mir als Anime vorstellen, ist, ne? Du bist die Leiche da, der hat ihn benommen und du so, mit der Hand auf. Okay. Und das ist übrigens der Wassertropfen auf der Stirn. Okay. Warum nicht, ja? Oh Mann. Spieler erstellen. Ja, okay. So. Hast du eigentlich sowas wie Spiegelkraft und so in deinem Deck? Nee, ne? Das hatte ich vorhin zerstört durch den magischen Brecher, scheiße. Achso. Ja, wie ich eben einfach meinen kompletten Plan zunichte gemacht habe. Indem ich einfach mein Monster wieder defusiert habe. Oh Mann. Du warst so übelst da drinnen in der Ruhe-Reihe von Yu-Gi-Oh! Wenn die Yogi Joey bist. Ja. Ist ja jetzt eigentlich so ein Gemeinspiel? Na, kannst du auch. Na. Hättest du gesagt, bist du sicher? Ist... Ja, bist du sicher? Ja, mach okay. Doch. Hättest du gesagt, zum Schluss noch, jetzt hab ich dir den Arsch getreten, Junge! Komm nur! Wie Joey ist! Das stimmt! Oh Mann! Ja, stimmt, das hat Joey ja immer gemacht. Ach, Joey. Oh, eine Nachricht, ja, die kann ich gerade nicht lesen, weil ich das irgendwie ausgestellt habe. Kann ich das aber irgendwie einschalten? Ah, da, Kommentare! Könntest du auch auf deine YouTube-App nachschauen, wenn du... Boah, passt alles. Alles Video, ja, ich habe jetzt mein Handy nicht gerade da. Ach so, ja, das ist irgendwo, aber nicht in meinem Zimmer gerade. Tja. Naja. Nun spiele ich Kitty! Also ich nenne sie so, eigentlich heißt sie irgendwie Katharina oder so, oder Catherine oder so, keine Ahnung. Nein! Wie konnte ich nur verlieren? So, ich habe eine andere Puppe für dich geschenkt, Saito. Und nun darfst du endlich deine Seele mir übergeben. Okay. Das wäre übelst geile Anime, Alter. Okay. Ja, okay, wenn du meinst. Ich will's tun.
Ich setze eine Karte. Schau weg! Setze dann eine Karte in Verteidigung. Und beende meinen Zug. Ich meine mal zu mir. So, okay. Erste Karten. Nee, ne? Was für ein Effekt? Ja, ich spiele Handzerstörung. Jeder Spieler legt zwei Karten ab. Nein! Und dann darf. Ich ziehe jetzt beide wieder zwei Karten oder auch nur ich zwei Karten ziehen. Ich habe keine Ahnung. Ah, okay, wir beide. Gut zu wissen. Dann spiele ich Elegante Runde. Ich müsste zwei Karten wieder abwerfen. Machen wir das so. Nein, das war wieder egal. Dann spiele ich Elegante Wohltäterin. Schmeiße dann das weg und ja, das hier kann auch weg. Dann spiele ich Topf der Kirche. Ich muss Karten ziehen. Dann spiele ich Hemmung. Ich aktiviere den Effekt. Und 2000 Lebenspunkte, ich aktiviere den ersten Effekt, ich darf euch eine Karte ziehen. Ja, eine Karte wurde ausgewählt. Dann habe ich überhaupt was auf dem Friedhof? Ja, habe ich sogar. LOL, ja, nee, was hast du noch im Friedhof? Ah, nee, dann spiele ich zwei Karten verdeckt und spiele Scherbe der Kühe. Und nein. Beendet. Doch. Alter, ich aktiviere Krug der Gier. Und nochmal Krug der Gier. Zu gieriges Sau. Wenn die das animieren würden, Alter. Okay. Wenn du meinst. So, ihr müsst anderer Charakter als Julius. Aber dafür stärker als Julius. So. So. Dann spiele ich eine Karte. Und beende meinen Zug. Okay. Herz der Karten, ich glaube an dich! Oh, cool, da können wir was anfangen. Also! ich aktiviere jetzt erst Hemmung! 2000 Lebenspunkte und aktiviere eine Karte! Achso, übrigens, du kannst auch Hemmung benutzen, die Feldzauber gerade so als Information. Du kannst auch benutzen. Dann spiele ich oder beschwöre ich Geist des Topf der Gier! So, dann. Nein! Das! Lassen wir, das lassen wir. Doch, das lassen wir. Das lassen wir. Gut. Wie ich auf der Gier. Darf ich zwei Karten ziehen? Dadurch wird der Effekt vom Geist des Topf der Gier aktiviert und ich darf eine weitere Karte ziehen, weil ich Topf der Gier benutzt habe. Was ist los mit dir, Alter? Wenn du jetzt hier noch Slifer holen willst, du Arsch, Alter! Besser, ich spiele Hemmung! Alter! Und aktiviere den Effekt. Ich teile 1000 Lebenspunkte und ziehe wieder eine Karte. Alter, oh! was wird das? Warte, ich spiele Wiedergeburt, hole mir Geist des Topf der Gier zurück ins Spielfeld. In Angriffsposition natürlich, aber du willst ja weg nicht. Dann aktiviere ich. Komm, lass mich aktivieren. Alter! Topf der Gier! Der hat Slifer und Deck, Alter. Ich darf doch nicht zwei Karten ziehen. Der hat Slifer und Deck. Nee, Slifer ist uncool, ja? Ich spiele mit einem cooleren Deck hier. Was eigentlich verboten ist, ich kann es nicht öffentlich spielen, aber im Privatmatch geht das komischerweise. So, ja. Dann warte ich mal kurz, bis du deine Überlegungen erledigt hast. Ja, beendet. Okay, dann aktiviere. Ja, Mann!
okay. Zuvor steht da Handzerstörung. Das ist ein bisschen kacke. So, schmeiße schwarzes Loch weg und Raigeki. Ich schmeiß Elfenmeteor-Schlag weg und blau-weiße Rache. So, dann wird der Effekt von Geistestoffel-Gier und so weiter und so fort. Dann Spiel. Nein, noch nicht. Alles mit der Ruhe. So, ich spiele Hemmung! Das kann doch wohl nicht sein. Nein, ich will den Effekt nicht aktivieren. So. Nein. So. Ich aktiviere den Effekt. Ich teile mir jetzt auch Lebenspunkte. Damit darf ich eine Garde ziehen. Wie lange soll das weitergehen? Bis ich mein Monster aufdrehe. Alter. Dann bin ich Handzerstörung. Weil mir fehlt noch eine scheiß Karte. Ach ja. Oh, schon mal Action da. Ich überleg die ganze Zeit. Ich schmeiß den verräterischen Schwert an Scherbe der Gier. Und da vielleicht noch eine Neige anziehen. Du auch, ja. Also eine Win-Win-Situation für uns beide halt jetzt so in dem Fall. Ey, war was soll die Scheiße jetzt hier? Warte, vielleicht ist das Match schon jetzt beendet. Mal schauen, was ich ziehe. Weißt du mal nicht, was du denkst, Schwiele? Slifer! Nein! Ich müsste ja drei Monster auf dem Feld haben und dann ins Oh nein! Exodia! Du hast es erfasst! Ja, und ich krieg die Karte nicht! Was soll denn der Müll? So, aber warte! Schluss hier! Was ist hier der Kreis? Was bringt denn das? Ah, cool. Trotzdem aktiviere ich elegante Wunderin! Oh, Alter! Schmeiße Landwurm und Landform ab! Alter, das ist ein Geschäft, was dann ist! Da hab ich nachher, muss ich eine Karte abschmeißen? So, dann spiele ich. Weiß ich, eigentlich kann ich jetzt gewinnen, indem ich nur eine scheiß Karte spiele. Ich spiele diese Karte mal weg! Dann spiele ich diese Karte verdeckt, ob ich das spielen könnte. Und Scheiße. Ah. Nein, okay, ich aktiviere doch den Effekt. Ich hätte fast den größten Fehler gemacht überhaupt, oder? So, ich darf alle so viele Karten, wie ich will, zurückwischen. Dann darf ich gleich Herz wieder rausziehen. Und ich kriege wirklich genau die gleichen Karten wieder. Oder kann ich immer noch aktivieren? Nein, schade. Okay, gut. Und dann fände ich meinen Zug. Oh Gott. Ich aktiviere. Kraftsteck hier. Ja. Alle fünf Karten sind komplett. Alle fünf Teile des Puzzles. Exodia. Oh, aber bis jetzt hat es niemand geschafft, das Monster zu rufen! Exodia-Attacke, beende das Spiel! Oh, gut, du hast gewonnen, Saito. Aber es ist auch echt unfaires Deck, muss ich zugeben. Ah, gut, dann beenden wir mal den Livestream. Ja, aber ich auch sagen. Sollen wir nächstes Mal einen neuen Part machen? Können wir machen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Like das Ding, teilt das Ding. Irgendwie mein Let's Play Together Part der Sachen mit Anime Boy. Bis zum nächsten Mal mit Saito und mir bei Yu-Gi-Oh! Lucas Steve.